Der Sonntag des 8. Spieltags der Fußball-Bundesliga startet mit der Begegnung Hertha BSC Berlin gegen den SC Freiburg. Die Hertha hat schon 14 Punkte aus den vergangenen 7 Spielen geholt und dabei 12:7 Tore erzielt. Zuletzt gab es zwar ein 0:0 gegen den 1. FSV Mainz 05, aber zuvor konnten sowohl der FC Bayern München als auch Borussia Mönchengladbach mit jeweils 2 Toren Differenz besiegt werden. Bei der Hertha läuft es gut, so dass Trainer Pal Dardai auch gegen den Tabellenelften aus dem Breisgau eine schlagkräftige Truppe auf den Platz bringen wird. Ins Tor der Berliner gehört eigentlich Rune Jahrstein. Der 34-jährige Routinier hat seinen Kasten in der laufenden Saison 3:0 verteidigen können und ist derzeit Torwart Nummer 1. Thomas Kraft spielte zwar den FC Bayern, muss sich aber mit der Reservistenrolle abfinden. Allerdings hat Dardai Jahrstein im Spiel gegen den SV Werder Bremen eingesetzt und ihn zur Halbzeit ausgewechselt, als er feststellte, dass er noch nicht voll belastbar war. Daher ist anzunehmen, dass der Trainer kein erneutes Risiko beim Norweger eingehen wird. Er lobt beide. Fakt ist, Rune ist unsere Nummer 1 und Thomas ist ein super Torwart. Das haben wir immer gewusst, der Österreicher ist unter Pal Dardai seit seiner Rückkehr von Red Bull Salzburg im Sommer gesetzt. Der Rechtsverteidiger ist nicht nur defensiv stabil, sondern setzt auch offensiv wichtige Akzente, die das Angriffsspiel von Hertha BSC deutlich beleben. Er schoss bereits einen Treffer und konnte einen weiteren vorbereiten. Bei der Hertha kommt es eben doch auf die Defensive an. In der Innenverteidigung wird es eine Umstellung geben, da Niklas Stark definitiv verletzt ausfällt. Um den Wegfall des Leistungsträgers zu kompensieren, könnte Fabian Lustenberger daher aus dem Mittelfeld in die Abwehrkette rücken. Der Schweizer ist zweikampfstark und eine Führungspersönlichkeit bei der Hertha. Neuzugang Derek Lukassen hingegen ist zunächst abgeschlagen und äußert sich in der Berliner Morgenpost mürrisch: "Ich hatte nicht erwartet, so lange auf der Bank sitzen zu müssen. Das ist enttäuschend." Neben Lustenberger könnte Dardai auf Florian Baag setzen. Der 19-Jährige kommt aus der eigenen Vereinsjugend und hat noch kein Saisonspiel für die Berliner absolviert. Wegen der Ausfälle wird der deutsche U20-Nationalspieler voraussichtlich eine Chance erhalten. Als Alternative steht Kerem Rekik bereit, der in dieser Saison auf 5 Ligaspiele kommt, zuletzt aber auch an Adduktorenproblemen litt. Als Linksverteidiger absolvierte Marvin Platten hat in der laufenden Spielzeit 5 Ligaspiele und kam auch im DFB-Pokal zum Einsatz. Im Sommer war noch über seinen Abgang nach Spanien spekuliert worden, nun bleibt der schnelle Verteidiger den Berlinern noch länger erhalten. Sein Vertrag läuft noch 5 Jahre bis 2023. Der ehemalige Spieler des Hamburger SV kommt zwar bisher nur auf 3 Saisoneinsätze für Hertha BSC, dürfte aber durch Lustenbergers Auftritt in der Innenverteidigung eine weitere Chance im defensiven Mittelfeld erhalten. Gegen Bayern und Mainz stand er in der Startelf und hat seine jüngste Verletzung am Oberschenkel in der Länderspielpause auskurieren können. Sollte es bei Skelbrit noch nicht für 90 Minuten reichen, könnte Wladimir Darida gegen seinen ehemaligen Verein einspringen. Eine Aufstellung mit 2 defensiven Mittelfeldspielern ist für Dardai am wahrscheinlichsten. Daher könnte Arne Meyer neben Skelbrit für Absicherung im Spiel hinter der Offensive sorgen. Der erst 19-Jährige wird bereits mit den Premier League-Größen Manchester United und dem FC Arsenal in Verbindung gebracht und ist einer der Fixpunkte bei Hertha. Bei seiner Verpflichtung im Jahr 2014 war nicht klar, wie gut der Champions League-Gewinner mit dem FC Chelsea bei Hertha BSC einschlagen würde. Er ist immer für ein Tor gut und sorgt über die linke Außenbahn für Unruhe beim Gegner.
Bislang traf er in dieser Spielzeit zwar noch nicht, legte seinen Mitspielern aber 2 Tore auf und wird zu seinem 8. Saisoneinsatz kommen. Ein Torgarant im Team Andrei Duda. In den ersten 7 Spielen erzielte der Slowake bereits 5 Treffer. Seine Leistung ist erstaunlich, denn in den vergangenen 2 Spielzeiten kam er insgesamt auf nur ein Tor für die Hertha. Der Knoten scheint geplatzt zu sein, so dass er auch gegen Freiburg wieder als Knipser aufs Feld geschickt werden dürfte. Der Niederländer aus der Jugend von Manchester City ist ein weiterer Transfer-Coup, den die Hauptstädter im Sommer getätigt haben. In 6 von 7 Spielen schenkte Dardai dem 20-jährigen Linkshausen das Vertrauen und wurde mit 2 Toren und 3 Vorlagen belohnt. Die Hertha hat im Vergleich zu den vergangenen Jahren wieder eine treffsichere Offensive, zu der Diros und einen großen Teil beiträgt. Die Sturmspitze bildet der erfahrene Vedat Ibišević. Als Kapitän ist er mitverantwortlich für die Moral in der Mannschaft und konnte sie so zu großartigen Leistungen gegen Bayern und Gladbach führen. Punkt. Auch er hat einen Lauf, 4 Tore und eine Vorlage trug der Bosnier zum traumhaften Saisonstart der Hertha bei und ist als Mittelstürmer gesetzt.